And so here we see clearly what Paul is trying to tell us. Und hier sehen wir ganz klar, was Paulus uns berichten möchte. He says Christ is the power of God and Christ is the wisdom of God. Christus ist Gottes Macht und Christus ist Gottes Weisheit. And so we all remember that God gives power. Und wir alle erinnern, dass Gott Kraft schenkt. It is the power of God that satisfied us and caused us to be who God intend us to be. Es ist Gottes Macht, die uns sättigt und auch bewirkt, dass wir genau das sind, was Gott seit jeher beabsichtigt hat. So what God does to us on a daily basis. Also was Gott tagtäglich tut, is to give to us Christ. Ist uns Christus zu schenken. Is to give to us power. Ist uns Macht zu schenken. And this is so important. Und das ist sehr wichtig. Because we need to understand first who God is. Denn es ist wichtig, zuerst zu verstehen, wer Gott ist. It is difficult to define God. Es ist schwer, Gott zu definieren. Because God is in the realm of absoluteness. Denn Gott ist in diesem Bereich der Absolutheit. When something is absolute, wenn etwas absolut ist, infinite, das ist unendlich, is eternal. Das ist ewiglich. You cannot quantify it. Also das kann man nicht per Mengen begrenzen. And so it becomes so difficult. Und das wird nun schwierig for us to really look at God from the face value and explain who he is. Dass wir Gott wirklich nur vom körperlichen Gesichtspunkt hier anschauen und sagen, aha, das ist die Definition von Gott. But God hasn't kept us in the dark. Doch Gott hat uns nicht im Dunkeln gelassen. He gave us some clue. Er hat uns gewisse Hinweise. And it is for us to have a generality of who he is. Damit wir zumindest allgemein gesprochen erkennen, wer er ist. Because when we understand God, wenn wir Gott begreifen, we will really understand who we are. Dann begreifen wir, wer wir sind. And we will understand our mission on earth. Dann wird uns klar, welche Mission wir auf Erden haben. And so I want us to look at what Jesus said about God in John 4, the verse 24. Nun möchte ich, dass wir genau das anschauen, was Jesus über Gott gesagt hat in Johannes 4, Vers 24. John 4, the verse 24. Johannes 4, 24. Jesus said. Hier sprach Jesus. God is a spirit. Johannes 4, 24. Hier sagt Jesus, Gott ist Geist. And they that worship him must worship him in spirit and in truth. Und die, die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. So God is spirit. Also Gott ist Geist. Now this is Jesus directly speaking to us. Also hier spricht Jesus zu uns und zwar unmittelbar. And so whatever we want to see who God is, how he is, there is one thing we all need to know is that God is spirit. Ja, wenn wir sehen möchten, wie Gott ist und wie er wirkt, doch eins muss uns klar sein. Gott ist Geist. God is spirit. Und Gott ist Geist. And so we need to understand what spirit is. Und dann ist es wichtig auch zu verstehen, was mit Geist gemeint ist. The nature of spirit. Ja, die Natur vom Geist. Because this understanding will help us to understand ourselves. Denn diese Einsicht hilft uns, uns selbst zu verstehen. Now when we look at Genesis 1, wenn wir erste Buch Mose 1 anschauen, the first chapter of scripture, the first verse, ja, das erste Kapitel und der erste Vers. Genesis 1, the verse number 1 and 2. Ja, erste Buch Mose 1, Vers 1 und 2. The Bible says in the beginning God created the heaven and the earth. Hier heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. And the earth was without form and void and darkness was upon the face of the deep. Und die Erde war nichtig und leer und Finsternis war über der Tiefe. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. And so here we see the Spirit of God being explained here. Und wir sehen, wie der Geist Gottes hier erläutert wird. Remember, Jesus says God is Spirit. Bitte denkt dran, Jesus meint, Gott ist Geist. And so here the Bible tells us that the Spirit moves. Und hier sagt uns die Bibel, dass der Geist schwebt. So the spirit, der Geist also, is the activity of God. Ist Gottes Aktivität. So when we say God is spirit, wenn wir sagen Gott sei Geist, so it simply means, das bedeutet ganz einfach, that God is in action. Das bedeutet, Gott ist in Bewegung. So this is what God wanted us to understand. Aber genau das möchte Gott, dass wir verstehen. So Jesus, who knew God so well, Jesus, der Gott sehr gut kannte, and knew that he came from God, und er kannte, dass er aus Gott kam,
And he understood that we can only function from the God's level. Und er begriff, dass wir nur aus der Gottebene wirken. When we understand that God is spirit. Wenn wir begreifen, dass Gott Geist ist. God is not material substance. Das bedeutet, Gott ist nicht materielles. God is spirit. Gott ist Geist. And spirit is activity. Und Geist heißt auch Aktivität. In other words, anders gesagt, spirit, Geist, is God in action. Is God in Aktion. And so every time we see spirit, und jedes Mal, wenn wir Geist sehen, we are seeing God in action. Da sehen wir Gott in Aktion. Now, because God in his state of rest, denn Gott in seinem Zustand der Ruhe, in his state of absoluteness, in dieser Zustand der Absolutheit, no person can understand him. Kein Mensch kann ihn erfassen. Nobody can even benefit from him. Kein Mensch würde sogar nutzen aus ihm ziehen. Because when we say absolute, denn wenn wir vom Absoluten sprechen, it means nothing can be added. Das bedeutet, nichts kann hinzugefügt werden. And nothing can be taken away. Und nichts kann davon abgenommen werden. And so he's complete. Also ist vollständig. And but when we say God as spirit, doch wenn wir sagen Gott als Geist, we see God in activity. Dann sehen wir Gott in Aktion. Now this is very, very important. Das ist sehr wichtig. And so when Jesus said God is spirit, und wenn Jesus sagt Gott ist Geist, he's trying to say that God is in motion. Und da heißt es, Gott ist in Bewegung. God is walking. Gott wirkt. And so when we look at that, wenn wir das anschauen, we may understand how we can then benefit from our relationship with God. Also dann können wir nun begreifen, wie wir Nutzen aus unserer Beziehung mit Gott ziehen können. Because our relationship can only be in the spirit. Denn unsere Beziehung zu Gott kann nur im Geiste sein. In his activity. In seiner Aktivität. Because without his activity, denn ohne seine Aktivität, you know, the state of his activity, ohne diesen Zustand seiner Aktivität, we cannot really benefit from God. Da können wir von Gott nichts, also als Nutzen bekommen. I want to use some analogies that will help us to understand this. Ich möchte gerne ein paar Darstellungen verwenden, die uns hilft, das zu begreifen. Now, when we look at the sun, wenn wir zum Beispiel die Sonne anschauen, you see, let's say the sun is God. Lass einfach, wir nehmen mal an, die Sonne wäre Gott. Because when you look at the sun, wenn du auf die Sonne schaust, the sun in itself, die Sonne selbst, is a body, is a mass of, you know, whatever. Die Sonne ist eine Körperschaft an sich. But we don't really benefit from the sun. Doch aus der Sonne ziehen wir gar keinen Nutzen. We benefit from the sunshine. Doch aus dem Sonnenstrahl, daraus ziehen wir Nutzen. So the activity of the sun, das bedeutet die Aktivität der Sonne, the action of the sun, ja, die Aktion, die Bewegung der Sonne, is the sunshine, ist genau dieser Sonnenstrahl, that we can harness and use it for our benefits. Nun, dieser Sonnenstrahl können wir nun, ich sag mal so, auffangen und auch verwenden, uns zugute. Amen. Amen. This is very important. Das ist sehr, sehr wichtig. You see, it's the same like a light. Also genauso geht es mit Licht. You see, when you look at the light in itself, also wenn du Licht an sich anschaust, it's a body. Ist einfach ein Körper. But the brightness that it reflects, doch dieses helles Leuchten, dieser Glanz, was ausgibt von sich, that is what is beneficiary to us. Genau das ist das, was nützlich ist für uns alle. So in other words, anders gesagt, that is his the activity of the light. Das ist die Aktivität des Lichts. The third analogy. Die dritte Darstellung. So that we understand. Damit wir verstehen. We can look at the fire. Wir können uns zum Beispiel das Feuer anschauen. You see, the fire is just a body, a mass. Ja, also das Feuer ist einfach eine Körperschaft für sich. But we can benefit from the heat that the fire reflects. Doch wir können aus der Hitze, radiate, aus der Hitze des Feuers, also was, ich sag mal so, radiert wird, Nutzen ziehen. So why am I saying this? Warum sage ich das an? So that we understand who Christ is. Damit wir genau begreifen, wer Christus ist. Because Christ, Christus, is just like the sunshine, ist genauso wie die Sonnenstrahl, to the sun. Und zwar zur Sonne. Because the Father, denn der Vater, is the sun, ist die Sonne, but that which is beneficiary to man, doch das, was den Menschen oder der Menschheit nützlich ist, is the Christ, das ist Christus, which can be related
to the sunshine. Und das kann im Verhältnis gesetzt, und zwar mit der Sonnenstrahl. This is very important. Und das ist sehr wichtig. Because Paul tells us, denn Paulus berichtet uns, that Christ, dass Christus, is the power of God. Gottes Macht ist. And look at, let's look at this. I just want to use some few scriptures so that we get the understanding well. Ich möchte ein paar Bibelstellen anwenden, damit dieses Verständnis bei uns genau fest sitzt. Look at John 1. Wir schauen uns Johannes Evangelium 1. John 1. Johannes 1. The verse number 1. Wir schauen uns Vers 1 an. But I want to zero on the verse number 5, but let's just read all because so that we get the context. Ja, also einfach wegen des Zusammenhangs lesen wir für Vers 1, aber Vers 5 ist der Schwerpunkt. It says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. The same was in the beginning with God. Dieses war im Anfang bei Gott. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Alles wurde durch dasselbe, ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In him was life, and the life was the light of men. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat dieses Licht nicht überwältigt. Now we see the verse number 5. Nun schauen wir Vers 5 an. The verse number 5 says the light shined in darkness. Vers 5 sagt, das Licht scheint in der Finsternis. Because you have the light. Wir haben das Licht. You have the light shining. Aber du hast diesen Lichtschein. Because the light itself, denn das Licht selbst, was in the, is in the state of rest. Ist wirklich in einem Zustand der Ruhe. It can't do anything. Das Licht kann nichts but tun. When it shines, doch wenn dieses Licht scheint, then we see the activity of the light. Nun sehen wir die Aktivität des Lichts. So Jesus Christ, Jesus Christus, is the activity of God. Er ist Gottes Aktivität. When we talk of Christ, wenn wir von Christus sprechen, we are talking of God in action. Wir reden von Gott in Aktion. And so here we see that the action was directed to a particular object. Dass diese Aktion zu einem bestimmten Gegenstand gerichtet wurde. And so the Bible calls it here darkness. Und da nennt es die Bibel Finsternis. But to you and I, doch für dich und für mich, our darkness can be different at a particular time. Zu einer bestimmten Zeit können unsere Finsternis unterschiedlich sein. It can be health. Das kann Gesundheit sein. That the darkness is sickness. Also diese Finsternis kann auch Krankheit sein. And so the light, which is God, also das Licht, was Gott ist, has to shine, which is Christ, und muss nun scheinen, und dieses Scheinen ist Christus, on the darkness, which is sickness, und zwar auf die Finsternis, die auch Krankheit darstellt. And this is how we can be saved from it. Und genauso können wir davon gerettet sein. Amen. Amen. So Jesus Christ, Jesus Christus, is the power of God, ist Gottes Macht, unto salvation, und zwar zur Errettung. It's just like the sun sending the sunshine to save us from that which we need in order for us to be who God says, or who, what man has to be. Ist genauso wie der Sonnenschein, der wirklich die Sonnenstrahl, die auch scheint oder strahlt, damit wir Nutzen daraus ziehen können, damit wir genau das sind, was wir sein sollen.